Yo, was geht ab, Freunde? Mein Name ist Fasan. Herzlich willkommen zu einem weiteren Flohmarkt-Video. Heute geht's weiter mit Teil 2. Ich war ja in Berlin unterwegs und habe da den einen oder anderen Flohmarkt mitgenommen. Wenn ihr den ersten Teil noch nicht geschaut habt, dann würde ich euch das definitiv empfehlen, denn die zwei Teile bauen einander auf. Und zum Anfang würde es mich natürlich sehr freuen, wenn ihr mir ein Abo da lasst und die Glocke anschaltet, weil so verpasst ihr keine neuen Flohmarkt-Videos mehr. Diese kleine Garfield-Figur habe ich einmal für 50 Cent mitgenommen. Ich finde allgemein Merch von Garfield, ob das jetzt Tassen sind, Plüschtiere oder solche Figuren, gehen ziemlich gut weg über Netz. Im Resell bringen die so circa 4 Euro plus dann auch nochmal Versand. Also damit macht man eher Lunch Money mit so einer Figur. Kostet ein Plüschtier? Kommt drauf an, welches du nimmst, wie groß es ist. Bist du hier? 4 Euro. Ja, 3? 3? Ja. Ja? Im ersten Teil habt ihr ja schon gesehen, dass ich Plüschtiere mitgenommen habe von Ice Age. Und hier habe ich nochmal einen Riesenplüschtier mitgenommen für 3 Euro. Hat hier auch noch einmal das Tag dran. Verkauft wurde es noch nicht, aber das wird im Netz so circa für 30 Euro angeboten. Also sprich, wenn ich damit das Zehnfache machen kann, dann schmeckt das natürlich. 80? Mama, dieser Lüftung. 20. 15? Oh! Aber das ist, guck mal, das ist sehr schön. Mhm. 15? Mach mal 18. 18? Okay. 18. Mein zweiter Fehlkauf in Berlin. Ich habe euch ja schon im ersten Video erzählt, dadurch, dass in meiner Region es solche Vasen überhaupt nicht auf dem Flohmarkt gibt und in Berlin eigentlich an jedem zweiten Stand, habe ich mir gedacht, ey, ich könnte mich doch da mal in die Nische reinfuchsen und habe dann einfach mal auf gut Glück so eine Vase mitgenommen und dann auch wiederum eine Schale. Aber es ist Murano-Style, es ist kein echtes Murano-Glas und dadurch, dass ich die ein oder andere Anfrage dazu bekommen habe, wie Murano-Glas aussieht, blende ich euch hier mal ein originales ein. Also ihr seht, hier unten ist entweder etwas eingraviert, beziehungsweise ist ja auch immer ein Sticker drauf, Original Murano. Und es gibt noch einen Aspekt, wo man originales Murano Glas sehen kann. Es sind nämlich solche Luftbläschen mit eingearbeitet. Also so wie ihr es jetzt auf dem Bild seht, so muss es dann auch original aussehen. Ich finde, wir haben ja jetzt trotzdem eine optisch ansprechende Vase und Schale gefunden und ich versuche das Ganze dann auf eine Nullnummer laufen zu lassen, beziehungsweise halt maximal minus 5 Euro damit zu machen. Und ihr seht, Freunde, ich lasse mich dadurch jetzt nicht demotivieren, ich mache einfach weiter und das passiert den einen oder anderen, dass man halt einfach mal Mist mitnimmt vom Flohmarkt. Ich habe auch auf dem Flohmarkt nach Plüschtieren geguckt, hier war ich mir ziemlich unsicher und wenn ihr euch unsicher seid, könnt ihr immer auf den Tag von Plüschtieren einmal schauen. Da steht meistens drauf, wie alt das Plüschtier ist und von welcher Marke es ist, aber hier in diesem Falle war es leider von keiner bekannten Marke und deswegen habe ich es liegen lassen. Wie viel? Papa? Ja. Was denn, Dennis? Kamera? 10 Euro kannst du haben. Funktioniert die? Papa, ja, funktioniert die? Ich habe nicht getestet, es ist keine Film drin oder so. Ab und zu nehme ich auch Sofortbildkameras mit, die müssen aber optisch einmal passen. Ihr habt gehört, 10 Euro, also sprich die Verhandlungsgrundlage war schon ziemlich hoch. Und er war ehrlich zu mir, der Verkäufer, und hat gesagt, dass er diese nicht getestet hat. Von daher habe ich die dann auch liegen lassen. Kann ich helfen? Ja, ist gut. Ja? Wie viel soll die kosten? Diese? Ja. Warte.
Die riesengroße Sitzblechdose von Coca-Cola hat meine Freundin gefunden und die wollten auch nur 12 Euro dafür haben. Die habe ich natürlich mitgenommen, je nachdem wie groß euer Lager ist, beziehungsweise ob ihr auch schon DHL-Geschäftskunde seid, kann man das definitiv mitnehmen. Für 12 Euro ist ein super Preis, im Netz geht es circa für 50 bis sogar 70 Euro weg. Ich habe sie jetzt einmal mitgenommen. Warum? Weil ich halt einfach die Kartons dazu habe und bei DHL Geschäftskunde sind einfach die maximalen Maße 120x60x60 und dann danach geht es nur noch nach Kilogramm. Von daher ist das für mich zu schaffen. Bei diesem Stand hätte ich sehr gerne das Super Mario mitgenommen für den Nintendo 3DS. Aber ihr wisst, Freunde, mit Videospielen fangen die meisten sozusagen das Resellen an oder beziehungsweise auch das Sammeln. Und da ist die Verhandlungsgrundlage auch wieder viel zu hoch gewesen. Und jetzt sind wir auch schon wieder in der Mitte des Videos angekommen und hier würde es mich natürlich sehr freuen, wenn ihr mich einmal auf Instagram auscheckt, denn da poste ich Resell-relevante Sachen und das jeden Tag. Kommt Mengenrabatt. Jenny, hier sind deine Gläser und Tassen mit bei. Alles, hier alles zusammen mit der 5-5 war. Der ist jetzt so. Ja? Okay. Jetzt werden die ein oder anderen mal wieder sagen, oh Mann, Fassler hat schon wieder Gläser mitgenommen. Bei mir laufen die aber wirklich richtig, richtig gut und ich merke so langsam aber sicher, beschäftigen sich da auch weitere Personen damit und nehmen diese dann auch vom Flohmarkt mit. Ich habe jetzt ein 7-teiliges Set für insgesamt 5 Euro mitgenommen, was echt schmeckt. Und ich zeige sie euch jetzt einmal im Schnelldurchlauf. Wir haben hier mal wieder eine Haribo-Tasse, die habe ich ja auch mal im Secondhand-Shop gefunden und die wird so circa in anderen Farben für 15 Euro gebraucht verkauft. Ein Findet Nemo Sammelglas, dann auch nochmal von Ariel ein Sammelglas, ein König der Löwen Sammelglas, zweimal ein Dschungelbuchglas und zu guter Letzt ein Mickey Maus Glas. Ihr seht, Freunde, das ist alles von Disney bis auf die Haribo Tasse und von daher schätze ich mal, dass man da so circa 4 bis 5 Euro Gewinn machen kann. Hier habe ich eine ganze Kiste voll Pokémon-Karten gefunden, was hier aber meinen Vibe zerstört hat, also ziemlich, ziemlich schnell war ein ganzer Stapel gefälschter Pokémon-Karten. Die waren sozusagen mit den normalen Pokémon-Karten dann wiederum vermischt, deswegen bin ich da schnell weitergezogen. Dafür ein Büchlein. Ich kann also. Was? Ja, ja, das ist alles 122, 128. Also ich versuche das jetzt mit einem T-Shirt. Ich habe, glaube ich, noch nie so viel Geld für ein Brettspiel bezahlt auf dem Flohmarkt wie hier. Ich habe nämlich 2 Brettspiele mitgenommen für 12 Euro, also sprich pro Brettspiel 6 Euro. Wir haben hier einmal Der kleine Hobbit von Klee. Ich habe echt gedacht, dass das hier das wertvollste Brettspiel ist von den 2 Brettspielen, wo ich mitgenommen habe. Da habe ich mich leider getäuscht. Also dieses Brettspiel würde ich nicht mehr mitnehmen, außer ich bekomme es wirklich zu einem super, super Preis. Das Brettspiel wird nur so circa für 5 Euro plus dann auch nochmal Versand im Internet geflippt. Zum Glück haben wir noch ein weiteres Brettspiel, nämlich das Spiel des Lebens Banking. Das Spiel des Lebens kann man definitiv immer mitnehmen, denn es ist ein sehr beliebtes Spiel, ist so ein No-Brainer, kann man sagen, wie Monopoly, also nehme ich immer mit. Und dieses ging zuletzt für 25 Euro plus nochmal Versand weg. Das schmeckt. Entschuldigung. Wie viel soll hier ein Plüschtier kosten? Ja, für die Platz 15. Ja, aber die hat 15? Ja, ich glaube, der singt. Entschuldigung. Wie viel soll hier der Wecker kosten? 3 Euro. Gehen auch 2. Nostalgie pur, Freunde. Das erinnert mich an meine Anfangszeit als Reseller, denn das habe ich auch einfach mal auf gut Glück mitgenommen. Vor circa 3 Jahren war das. Und ja, habe ihn wiedergefunden für nur 2 Euro, Freunde. Zuletzt wurde er verkauft für 50 Euro und das ist ein richtig guter Schnapper. Wie kostet hier das Brettspiel? Ein 5er. Vollständig? Ja, die müsste eigentlich alle vollständig sein. Guck mal nach. Die müsste eigentlich. Für 3 würde ich es nehmen.
3,50? Jo. Nobody is Perfect von Ravensburger. Da habe ich auch schon mal die etwas neuere Version erfolgreich geflippt. Und für 3,50 Euro kann man da definitiv nichts verkehrt machen. Im Netz wird es so circa für 15 Euro verkauft. 50 dann für alle drei. Oh nein, schon wieder Gläser. Ich habe 3 Gläser für 1,50 Euro mitgenommen. Und diesmal erspare ich euch das Ganze. Ihr habt gesehen, die sind auch von Disney gewesen. Und vorhin sind wir auch schon ein paar Gläser durchgegangen. Also ich rechne wirklich pro Glas mit 4 bis 5 Euro Gewinn. Wie viel soll ein Brettspiel kosten? 8 Euro. Das sind aber keine Originalen. Achso. Sind in Englisch, speichern aber wunderbar und spielen sich auch gut. Und Brettspiele? Welches? Siedler von Catan? Ja. Oder Abenteuer von Catan? 2,50. Ja. 2 Euro. Sind die vollständig? Da kann man nicht viel falsch machen. Ja, müsstest du mal reingehen. Für 2,50 Euro kann man auch dieses Brettspiel mitnehmen, Ellasund. Ein Abenteuer auf Catan sozusagen ist eine Erweiterung, die man auch mitnehmen kann. Ihr wisst ja, Freunde, die Siedler von Catan ist so ein No-Brainer, kann man immer zu einem guten Preis mitnehmen. Und im Netz wird dieses so circa für 15 bis sogar für 30 Euro verkauft. Ich war eigentlich so gut wie fertig auf dem Flohmarkt und dann habe ich noch diese Reisetasche hier gefunden. Eine Chupa Chups Reisetasche, neu in einem Vintage-Style. Fand ich richtig, richtig cool. Habe ich 4 Euro für bezahlt und bin gespannt, wie viel ich dafür im Resale bekommen werde. Ich habe mal bei eBay geguckt, die wurde noch nicht verkauft, nur ein Rucksack. Und ich schätze, dass ich so circa 20 bis 25 Euro da anpeilen kann. Das war's auch schon wieder mit dem Flohmarkt in Berlin. Ich hoffe, euch hat der Zweiteiler gefallen. Falls ja, könnt ihr mir gerne einen Daumen nach oben da lassen und einen Kommentar. Und wir sehen uns definitiv im nächsten. Haut rein!